Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Wir befinden uns immer noch im schönen Tamriel, nämlich in Dishan. Und ja, unsere Quest geht weiter. Mit dem Tod des Alchemisten Merdin Drill ist unser Kontrakt erfüllt. Ich bin nicht sicher, ob wir es ohne euch geschafft hätten. Was werdet ihr beide jetzt tun? Auf zu unserem nächsten Auftrag. Wir bekommen nicht sehr viel Zeit zum Ausruhen. Wir sind immer im Dienst und halten ständig die Augen offen. Geht ihr jetzt nach Gramfeste? Warum sollte ich dorthin gehen? Jemand muss Ordinator Kilau sagen, was hier geschehen ist. Ihr scheint für diesen Auftrag verfügbar zu sein. Ich bin mir sicher, dass wir uns wieder begegnen werden. Hoffentlich liegt es nicht daran, dass euer Name Teil eines Kontraktes ist. Ich kann es kaum erwarten. Ja, und damit haben wir dann die Nachricht bekommen, beziehungsweise gesagt bekommen, dass wir weitergehen. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ich schätze mal, dass ich einfach mal zu meinem kleinen Zimmer reise. Das ist wahrscheinlich einfacher als zum Wegschreien zurück und supporten. So, da kommen wir raus. Ja. Ist das hier irgendwie eine verlorene Wette oder sowas? Seht euch das Feuer an! Es ist so schön! Verstehe. Einfach nur zu viel Intus. Gut. Transportmanifestation für Quarma-Eier. Könnt ihr euch gerne zu Gemüte führen? Ich muss raus und schauen, wo die Hauptquest jetzt weitergeht. Streng genommen müsste das da oben sein. Aber da steht Sterngucker Herold. Nee, das ist nicht das Richtige. Kann sein, dass ich vorne mit der Wache noch sprechen muss. Dies dauert länger, als ich angenommen hatte. Ja, ne? Vor allem herauszufinden, wo wir jetzt genau hin müssen. Warum gehe ich eigentlich zu Fuß? Das weiß ich noch nicht so ganz. Achso, das ist die andere. Weil ich dem Pferd sonst alle Knochen breche. Okay. Die Gilde braucht eure ja, Hilfe. Ja, ist ja gut. Mensch, das machen wir doch auch noch alles. Jetzt wollte ich gerade schon die Tagesquest von der Gilde annehmen. Na toll. Wir Ordinatoren müssen stets wachsam bei unserer Aufgabe sein, den Frieden für das Tribunal zu bewahren. Leider können wir nicht überall zugleich sein. Und so wird Magistra Vox jeden Tag wagemutiger. Ich komme, um zu vermelden, dass die Obsidian-Schlucht wieder sicher ist. Diese Gerüchte sind also wahr. Damhug soll die Leidgeborenen und den Ärger holen, den sie machen. Wir werden die Schlucht nicht wieder kampflos aufgeben. Ja. Und nun? Ist hier noch irgendjemand, mit dem ich sonst reden kann? Nee, ne? Da müsste mich eigentlich gleich einer anspringen, wenn ich rausgehe. Habt ihr sie bekommen? Kameradin, auf ein Wort. Ist die Einladung angekommen? Wollt wohl noch etwas Salz in die Wunde streuen, was? Wenn ihr es unbedingt wissen wollt. Schad Astula hat mich abgelehnt. Unsinn. Ich bin sicher, das ist nur ein Verwaltungsfehler. Ihr kommt nächstes Semester schon in die Akademie. Ganz sicher. Ach, da hinten ist eine, mit der die redet. Aber das ist doch nicht die. Das ist jetzt nicht meine Quest, nee. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Der zeigt mir auch nicht an. Weil das Problem ist, Bera Moorschmied, das ist halt die Gilde. Die brauche ich jetzt nicht. Eine Unheilsbrut hat meine Einladung abgeliefert. Ist einfach ins Haus marschiert und hat sie in meinen Haferbrei fallen lassen. Jetzt will ich sehen, wer noch eine bekommen hat. Einladung? Eine Einladung zur Akademie der Magie natürlich. Welche Akademie der Magie? Ihr wisst nicht von Shad Astula? Das ist der Ort, an den die Häuser ihre Besten und Klügsten schicken, um die Kunst der Magie zu erlernen und zukünftige Anführer zu werden. Oh, und ich schätze, die Akademie wurde inzwischen auch für andere Nationen des Pakts geöffnet. Ja, das ist doch schön. Das bringt mich allerdings jetzt in meiner Quest überhaupt nicht weiter, weil ich jetzt keine Hauptquest mehr habe. Habt ihr sie bekommen? Ist die Einladung angekommen? Sterngucker Salz in die Wunde streuen, was? Dürften, wenn ihr es unbedingt wissen wollt. Eigentlich Schad nicht Astula die Quest mich sein. Abgelehnt. Unsinn. Ich bin sicher, das ist nur ein Verwaltungsfehler. Hm. Ihr kommt nächstes Semester schon. Wenn die mal die Klappe halten könnten, dann könnte man sich auch mal auf seine eigenen Worte konzentrieren. Wir schauen jetzt trotzdem mal nach, ob das jetzt eventuell doch die Hauptquest ist.
Wobei, nee, das ist die. Jemand hier. Hat mir erzählt, dass die Bibliothek der Dämmerung eine Falle für schlaue Leute ist. Ah, aber hier oben haben wir eine Hauptquest. Sehr schön. Halt. Warum hast du dich hier so versteckt? Sprecht mit mir, bevor ihr Gramfeste betretet, Bürgerin. Betretet? Ich bin mittendrin. Aber sonst geht's noch gut, ja? Willkommen in Gramfeste, der Hauptstadt des Ebenherzpakts. Wir verzeichnen alle Besucher. Bei der Ankunft muss jeder zu einem Registrar, der seinen Namen und sein Begehr in Gramfeste festhält. Vielen Dank für euer Verständnis. Warum all diese Bürokratie? Der Schan ist ein chaotischer und gefährlicher Ort geworden. Warum sollten wir unserer prächtigsten Stadt nicht ein gewisses Maß an Ordnung auferlegen? Kleine Unannehmlichkeiten sind nur ein geringer Preis für eure weitere Sicherheit, Bürgerin. Wo kann ich einen Registrar finden? Sprecht mit Registrar Rivel im Stadtzentrum. Nehmt die Treppen hoch zum zentralen Gebäude. Dort solltet ihr ihn im Innenhof finden. Trödelt nicht. Es ist wieder das Gesetz, Gramfeste zu betreten, ohne sich registrieren zu lassen. Ich mache mich auf die Suche nach Rivel. So, der ist irgendwo ganz hinten. Schwuppdiwupp. Ich habe doch gerade noch... Ich hab doch gerade noch jemanden gesehen. Du bist das nicht, oder? Nee. Muss ich doch da rein. Ja, achso, hier ist das Stadtzentrum. Okay. Das ist hier gerade ein bisschen verwirrend mit den ganzen Pfeilen und ja. Aber wir müssen hier irgendwie eine Etage höher kommen. Da kommen wir jetzt wieder raus, ne? Das dachte ich mir schon. Ah, hier ist die. Die Treppe. Übrigens, hier ist auch irgendwo ein bisschen blöd versteckt. Jetzt muss ich mal eben schauen, ob ich das selber noch finde. Da war die Treppe. Seid gegrüßt, Sera. Einen Moment, bitte. Genau, einen Moment, bitte. Genau, hier, das meine ich. Hier oben gibt es auch nochmal die Schreine, die es auch in Gradwald gibt, womit man dann seine Fertigkeiten und so weiter zurücksetzen kann. Ehre sei euch und eurem Haus, Sera. Mein Fürst Diewald Für möchte gern umgehend mit euch sprechen. Was will Diewald Für von mir? Eure Hilfe. Im Austausch gegen eine beachtliche Unterstützungszahlung. Diewald Für ist auf der Suche nach einem mächtigen Artefakt und braucht eine Begleitung. Er beharrt darauf, dass kein anderer Kandidat in Betracht kommt. Für den Augenblick. Geht zum Tempel des Tribunals in Gramfeste. Fürst Für wartet dort auf euch. Habe ich eine Wahl? Natürlich. Doch wenn ihr nicht kommt, wird ihr jemand anderen finden. Und dann bleibt ihr zurück. Für immer mit feiger Reue belastet. Meiner Einschätzung nach ist die Wahl wohl klar. Es ist eine große Ehre, Diewald Für zu dienen, Sera. Überlegt euch gut, ob ihr diesen Vorschlag ablehnt. Ich diene niemanden. Ich werde über Diewald Fürs Angebot nachdenken. Mein Meister wartet auf euch im Tempel des Tribunals in Gramfeste. Ein Ratschlag für euch. Lasst ihn nicht zu lange warten. Wer ist Diewald Für? Nur der mächtigste Magier Tamriels. Fürst Für wandelt schon seit Jahrtausenden über die Straßen Nirns und taucht in die tiefsten Geheimnisse von Aurbis ab. Er schreitet mit Leichtigkeit zwischen Mundus und dem Reich des Vergessens hin und her. Dätrische Fürsten erzittern allein schon bei der bloßen Nennung seines Namens. Wenn er so mächtig ist, warum braucht er dann überhaupt mich? Es steht mir nicht zu, seine Entscheidungen in Frage zu stellen. Er hat mir aufgetragen, euch zu finden, und ich habe gehorcht. Fürst Für schätzt unterschiedliche Perspektiven, doch es gibt nur wenige Sterbliche, die ihm ebenbürtig sind. Also sucht er gern die Nähe von ungewöhnlichen Leuten. Vielleicht kommt ihr ihm ungewöhnlich vor. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt ein Kompliment war oder nicht. Mit dir müssen wir nochmal sprechen, ne? Die Kunde von der Seuche im Westen hat Gramfeste erreicht. Wir sollten nach jemandem Ausschau halten, der eurer Beschreibung entspricht. Es tut gut, euch in der Stadt zu wissen. Warum muss diese Stimme jetzt bei diesen Typen hier landen? Ihr wusstet, dass ich kommen würde? Ja, natürlich. Ich habe Befehl vom Tempel des Tribunals, euch sofort zu registrieren und Zugang zur Stadt zu gewähren. Die heilige Herrin Almalexia hat darum gebeten,
dass ihr ihr umgehend eure Aufwartung im Tempel macht. Almalexia möchte mich sehen? Ja, ja, das sagte ich bereits. Habt ihr nicht zugehört? Es ist eine seltene Ehre, eine Audienz bei der Heiligen Herrin zu erhalten. Ihr solltet jetzt gehen und mich niederen Beamten meinen Pflichten überlassen. Wir können ja nicht alle mit göttlichen Wesen verabredet sein. Mhm, genau. Von göttlichen Wesen habe ich allerdings die Schnauze voll. Okay, da müssten wir quasi einmal ums Wasser rumreiten. Kann man doch... Nein, wieso steigt die jetzt ab? Ist die doof? Ich wollte gerade noch sagen, da kann man doch irgendwo die Treppen hoch und dann steigt die blöde Kuh hier vom Pferd ab. Tempel des Tribunals. Naju! Wo ist sie? Ah, ihr seid endlich gekommen. Tretet vor, wir haben viel zu besprechen. Da stand doch gerade was mit Naju. Wollt ihr mich veräppeln? Ihr habt also entschieden, euch mir anzuschließen. Bestens. Ich suche nach einem dädrischen Artefakt. Es liegt in einem fernen Land verborgen, in einer glitzernden Stadt voller Gefahren, Kuriositäten und Widersprüchlichkeiten. An einem solchen Ort ist eine gewisse Vielfalt in der Weltanschauung überlebenswichtig. Das meint euch. Wofür genau würde ich mich melden? Eine Reise, die nur sehr wenige je unternommen haben. Wir werden zu Sotasils besonderem Experiment reisen. In die Stadt der Uhrwerke. Ich muss Nachforschungen anstellen. Ihr werdet mir aushelfen. Ihr wisst, wie man die Stadt der Uhrwerke erreicht? Das weiß ich. Die Tribune sind nicht so schlau, dass sie einen solchen Ort lange vor mir verbergen könnten. Die Stadt ist ganz in der Nähe und doch auch sehr weit weg. Das ist nur das erste von Sotasils vielen Paradoxen. Falls ihr euch dafür entscheidet, euch mir anzuschließen, solltet ihr bereit für viele weitere sein. Warum bittet ihr mich um Hilfe? Ihr habt Molag Bal im Kampf auf Leben und Tod bezwungen, noch dazu in Kalthafen. Einen dädrischen Fürsten in seinem eigenen Reich zu besiegen, das ist eine Leistung, die selbst mir schwerfallen dürfte. Nur ein großer Narr würde sich die Gelegenheit entgehen lassen, eine Fürstentöterin anzustellen. Nun gut, ich werde mit euch arbeiten. Sicher werdet ihr das. Natürlich habt ihr Fragen, doch leider werden sie warten müssen. Die Diener des Tribunals halten nicht viel von blasphemischen Reisen wie dieser. Trefft mich am Wasserfall nördlich der Stadt. Dort können wir die Einzelheiten besprechen. Trefft eure Vorbereitungen, aber bitte rasch. Die Zeit drängt sehr. Ja, 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 das machen wir, das machen wir. Unsere Zeit drängt auch, weil es soll ja nicht so lange dauern, beziehungsweise diese Folge soll ja keine Überlänge bekommen. Hallo, Naju. Wird auch Zeit, dass ihr auftaucht. Ich bin vor lauter Warten schon fast verrückt geworden. Wisst ihr, dieser Ort steht nicht gerade weit oben auf meiner Liste von Plätzen, an denen ich am liebsten meine Zeit verbringe. Habt ihr auf mich gewartet? Nein. Es macht mir nur Spaß, am Tempel herumzulungern. Ich liebe all das Zähneknirschen und die Heuchelei. Ja, ich habe auf euch gewartet. Nun, freut euch nicht zu früh. Es braut sich Ärger zusammen und ich habe keinen entsprechenden Kontrakt. Also kann ich mich auch nicht offiziell einmischen. Was für Ärger? Die Leitgeborenen sind in der Stadt. Ich habe gesehen, was sie Narses antaten und ich will nicht, dass Gramfeste das Gleiche zustößt. Ich sollte mich eigentlich nicht darum scheren. Aber ich werde wohl langsam etwas weich. Ihr habt genug Einfluss, um einen mächtigen Verbündeten hier zu finden und eigene Ermittlungen anzustellen. Almalexia möchte mit mir sprechen. Halt! Ihr habt eine Verabredung mit der Heiligen Herrin? Ihr seid wirklich etwas Besonderes. Hört zu. Erzählt ihr von den Leitgeborenen. Vielleicht lässt sie euch all dem nachgehen. Es würde mir eigentlich nicht im Traum einfallen, sie so auszunutzen, aber diese Sache ist zu wichtig. Und Almalexia liegt diese Stadt wirklich am Herzen. Ich werde mit ihr sprechen. Und ich werde nachsehen, ob ich herausfinden kann, wo sich die Leitgeborenen verstecken. Ich treffe euch dann im flammenden Nix, der Eckschenke südöstlich von hier. Oh, und hört zu. Kein Wort über mich zu Almalexia. Versprecht mir das und ich werde euch helfen, Gramfeste zu retten. Ich verspreche es.
Ja, irgendwie habe ich jetzt anscheinend zwei Hauptquests angenommen statt der Uhrwerke. Da wollte ich eigentlich noch nicht hingehen, aber das haben wir jetzt irgendwie vermischt mit, warum auch immer das jetzt die Hauptquest ist, mit ein erwiesener Gegendienst. Das heißt, wir müssen jetzt schon wieder da hoch. Basti, du hättest gar nicht runterkommen müssen. Wir müssen eh wieder hoch. Der arme Kerl, der muss heute noch viel laufen, habe ich so das Gefühl. So, sprecht mit Almalexia, so. Willkommen in Gramfeste, mein Kind. Euer Name ist dem Tribunal bekannt. Es war weise, meiner Einladung zu folgen. Was kann ich für die Mutter Morrowinds tun? Ihr habt meinem Volk geholfen. Und durch eure Taten habt ihr auch mir geholfen. Ich spüre, dass eure bisherigen Errungenschaften nur der Anfang gewesen sind. Meine Registrare haben euch Zugang zu dieser Stadt gewährt, aber ich wollte euch persönlich für eure Taten danken. Das wäre nicht nötig gewesen. Unsinn. Ich erfreue mich daran, jene zu belohnen, die meinem Willen dienen. Möge diese Laterne euch auch in finstersten Zeiten Licht spenden. Doch ich spüre, dass euch etwas bedrückt. Sagt es mir. Zaudert nicht, auch in meiner göttlichen Gegenwart frei zu sprechen. Ich habe gehört, dass die Leidgeborenen in Gramfeste sind. Ich spüre, dass hinter eurer Geschichte mehr steckt. Aber ich werde nicht nachbohren. Ich vertraue auf eure Instinkte und euer Urteil in diesen Belangen. Betrachtet euch als mit meiner Autorität gesegnet. Ihr dürft die Präsenz der Leidgeborenen frei nach eurem Belieben untersuchen. Könnt ihr mir etwas über die Laterne erzählen, die ihr mir gegeben habt? Stellt ihr immer die Gaben einer Göttin in Frage? Doch ich bin in einer großzügigen Stimmung. Die Laterne braucht weder Flamme noch Brennstoff, um Licht zu erzeugen. Ihr aktiviert sie einfach. Und sie lässt für kurze Zeit eine Kugel der Erleuchtung an eurer Seite erscheinen. Was aber schon, passend ist, wenn wir schon seine Stimme da haben, dann müssten wir natürlich auch seine Schwester hier haben. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, Moment, spricht mit, ist die immer noch da? Nee. Ist auf der Seite irgendwo. Aber wo? Jedenfalls sie tiefer. Das ist jetzt aber nicht das Braune, was mir angezeigt wird. Das ist hier wieder... Ach so, da hinten. Ja, ja, ja. Okay, ich weiß jetzt, wo dieses... wo auch die Luxusmansarde ist, da. Diese Schenke oder was das war. Zum flammenden Nix, genau. Da ist noch ein Buch. Das nehmen wir doch auch mal direkt mit. Das Jahr 2920. Ja. Alles aus der Vergangenheit lese ich immer gerne. Naju. Hallo. Wie schön, dass ihr es in einem Stück dort rausgeschafft habt. Soweit ich weiß, ist Almalexia manchmal etwas grob im Umgang mit ihren Spielzeugen. Während ihr mit der Göttin gekuschelt habt, habe ich etwas Interessantes herausgefunden. Was habt ihr erfahren? Die Farm des Hauses Drees vor der Stadt ist in höchster Alarmbereitschaft. Die Wachen werden sogar schon einfachen Passanten gegenüber gewalttätig. Sie benutzen einen Kurier namens Tauravil, um ihre Bestechungsgelder an die Anführer der Häuser und die hohen Beamten der Stadt zu liefern. Was hat das mit... Ich glaube, sie haben etwas zu verbergen. Entschuldigung, was hat das mit den Leidgeborenen zu tun? Ich bin nicht ganz sicher, aber ich habe da ein schlechtes Gefühl wegen der Farm Drees und ich glaube, dass das alles irgendwie miteinander in Verbindung steht. Die Drees und die Leidgeborenen. Das ergibt bis zu einem gewissen Grad richtig Sinn, wenn man so darüber nachdenkt, oder nicht? Nein. Ihr wollt also, dass ich mir die Farm ansehe? Ihr kennt mich so gut. Aber wir werden den Schlüssel des Kuriers brauchen. Er holt hier oft Wein ab und liefert die Flaschen in der ganzen Stadt aus. Meist behält er aber ein oder zwei Flaschen für sich. Wir könnten das vielleicht zu unserem Vorteil nutzen. Was schlagt ihr vor? Gift. Nun schaut mich nicht so an, es ist kein tödliches Gift. Es wird ihn nur in einen schönen, tiefen Schlaf versetzen.
Folgt ihm, und sobald er einen Schluck aus seiner Flasche nimmt und umfällt, könnt ihr euch seinen Schlüssel schnappen. Ihr seid außerordentlich gerissen. Ihr müsst sicher einen effektiveren Weg kennen, an den Schlüssel zu kommen. Ihr wolltet also wohl unbedingt Süßholz mit mir raspeln, hm? Na schön. Geht nach unten und leiht euch eine Flasche Wein für mich. Ich erledige den Rest. Okay, nach unten, hier. Wir leihen uns mal eine kleine Flasche Wein aus. Basti, schau mal eben weg. Das ist nur eine Leihgabe. Da kann man doch nichts lesen. Na gut, da. Habt ihr ihn? Ich werde den Wein brauchen, wenn diese List funktionieren soll. Hier ist der Wein, um den ihr gebeten habt. Schon gut, schon gut. Warum kommt ihr immer so nah an mich heran? Bleibt zurück und lasst mich arbeiten. Ich locke ihn nach oben. Ihr wartet einen Moment und folgt uns dann. Wenn ich das Zeichen gebe, dann geht ihr los und schnappt euch den Schlüssel. Okay. Nein. Hey, Schönheit. Hast du mir diese feine Flasche Wein zukommen lassen? Sprecht ihr mit mir? Nein, ich spreche mit dem anderen gut aussehenden Kerl vom Haus Drees da drüben. Hör mal. Wenn die nicht von dir kommt, dann musst du mir das nur sagen und ich beweise jemand anderem. Ich bin der einzige Kurier des Hauses Drees, der Wein in Gramfeste ausliefert. Also muss diese Flasche aus meinem Angebot stammen. Sie sieht auf jeden Fall gut neben euch aus. Ihr habt Dankbarkeit erwähnt. Wie dankbar genau wollt ihr sein? Warum kommst du nicht mit nach oben und findest es heraus? Jemand muss mir schließlich beim Leeren dieser Flasche helfen. So, wir warten jetzt erstmal auf das Signal. Naju? Sollen wir dir helfen? Schnee dich hin, Süßer. Dann wollen wir mal etwas Spaß haben. Tja, das war ein Spaß. Hey, habt ihr mein Signal verpasst? Schnappt euch den Schlüssel. Bin doch schon da. So, dann geht's auf zur Farm. Ich hab zuerst gedacht, die meint die Agoniarin, weil ich den Typen gar nicht gesehen hatte. Ich dachte schon, bin ich jetzt hier im falschen Film oder was? Ja. Lauf, komm. So, mein Gott. Drum. Sind wir da schneller rum? Ne, da kommen wir gar nicht rum. Okay. Nehmen wir den Weg. Die Gilde braucht euch, Kameradin. Ja, ich kann der Gilde jetzt aber gerade nicht helfen. Es tut mir wirklich leid. Dora, hier ist sie, glaube ich. Hier ist noch was zu lesen. Ja, ja. Meine Traumvision entsprach der Wahrheit. Okay, hier ist nichts zu lesen. Ihr seid es, die Herrin sucht. Mhm. Untersucht die Bauernhäuser. Da hinten. Satram-Haus. Okay, dann schauen wir doch mal. Verdächtige Asche. Der eindeutige Geruch verbrannten Fleisches erfüllt den Raum und kommt von einem Haufen feuchter Asche. Welche Kreatur hier auch verbrannt wurde, sie ist nur noch ein Häufchen Asche. Die haben ja jemanden verbrannt? Oh je. Schauen wir mal unter den Teppich. Ich habe es geschafft. Habt ihr mich vermisst? Habt ihr vor meiner Ankunft etwas Interessantes gefunden? Na also... Seht ihr das? Das ist eine ziemlich imposante Falltür für den Keller einer einfachen Farm. Ich liebe es, wenn mein Instinkt mich nicht trügt. Was denkt ihr, was wir tun sollten? Ist das nicht offensichtlich? Öffnet die Falltür. Sie müssen da unten irgendetwas Interessantes verstecken. Schauen wir mal nach. Nein, das ist nicht offensichtlich. Deswegen hat man mir solche dummen Fragen immer da reingeschrieben. Wir erhalten als Andenken Almalexias verzauberte Laterne und einen Bogen von Umarmung der Mutter der Nacht in Präzise.
Ich bin überrascht, dass das Haus Drees überhaupt irgendetwas zustande gebracht hat, obwohl die Ordinatoren in höchster Alarmbereitschaft sind. Ihnen entgeht eigentlich nicht viel, selbst wenn sie nicht auf Ärger aus sind. Was werden wir eurer Meinung nach hinter der Falltür finden? Ein Teil von mir hofft, dass wir nur ein paar alte Kisten finden werden, die niemanden mehr interessieren. Aber ich habe da so ein Gefühl. Und ich bin ziemlich sicher, dass es um Leidgeborene geht. Wollt ihr mir immer noch helfen? Was ich will und was ich tue, sind zwei sehr unterschiedliche Dinge, meine Freundin. Gehen wir einfach da hinunter und schauen nach, was vor sich geht. Mit etwas Glück sind wir wieder zurück, noch bevor im flammenden Nix der Eintopf des heutigen Abends serviert wird. Und die Getränke gehen auf mich. Dann bringen wir das hinter uns. So, ich laufe natürlich direkt in die falsche Richtung. Wird auch Zeit, dass ihr kommt. Warum habt ihr denn so lange Kommt schon, schauen wir nach, was da unten ist. Ja, dann komm mit. Darf ich jetzt einfach so runterspringen? Ja, ne? Naju? Ja, toll. Es war klar. Nun, ab ins Feuer und so. Folgt mir. Ja, du wolltest ja nicht mitkommen. Das ist nicht gut. Ich wünschte, mein Partner Varon wäre hier. Er würde wissen, was zu tun ist. Halt. Nein, das wünsche ich mir besser doch nicht. Varon würde mir den Hals dafür umdrehen, dass ich hier unten bin. Also, nur so zur Warnung. Das könnte schlimm werden. Wirklich schlimm. Wovon sprecht ihr? Dieses Höhlensystem. Es hat eine direkte Verbindung zur Kanalisation unter Gramfeste. Nun, zu Teilen davon. Die Kanalisation ist wesentlich größer, als man denkt. Deshalb konnte ich die Leidgeborenen auch nicht finden. Sie können sich unbemerkt durch diese Tunnel bewegen. Ihr scheint eine Menge über diese Tunnel zu wissen. Sagen wir einfach, ich habe mehr als genug Zeit damit verbracht, unter diversen Städten herumzuschleichen. Kennt man eine Kanalisation, kennt man alle. Aber wie können die Leidgeborenen den Ordinatoren entgehen? Schutzzauber wurden hier unten platziert, um einige Leute zu verstecken. Leute mit Blut an den Händen. Leute wie mich. Wenn sie eine Methode gefunden haben, die dädrischen Schutzzauber wieder zu aktivieren, dann haben die Leidgeborenen buchstäblich einen geheimen Zugang, den sie gegen uns verwenden können. Dädrische Schutzzauber? Was verschweigt ihr mir, Naru? Das ist jetzt nicht wichtig. Lasst euch nicht ablenken. Sucht nach den Leidgeborenen und findet heraus, was sie vorhaben. Dann können wir über meine anrüchige, wenn auch ausgesprochen faszinierende Vergangenheit reden. So, Alit, dann muss ich noch mal runter. Seht euch um. Es sollte hier irgendwo eine Tür geben. Ich halte die Augen auf. Es scheint, als ob die Steinplatte hier sich vielleicht öffnen ließe, wenn ich die richtigen Schalter finden könnte. Lasst mich raten. Die Tür öffnet sich nicht? Es muss hier etwas geben, das sie steuert. Schaut euch ein bisschen um. Und achso, passt auch auf diese Kreaturen auf. Sie sind hässlich. Ja, das wollte ich auch gar nicht. Ich muss da hoch. Wieso muss ich da hoch? Komme ich denn da hoch? Das ist die bessere Frage. Moment, ich muss dich mal eben aus dem Weg räumen, ja? Kann ich hier hoch? Nee. Hä? Haben die den Hebel irgendwie verbuggt? Kann das sein? Moment. Hier ist auch noch was? Löst den verklemmten Hebel. Ja, toll. Kann ich... Hat der das Fett jetzt genommen hier? Warum soll ich das nehmen? Ich bin mir nicht sicher. löst den verklemmten Hebel. Ja, das wäre dann aber der da oben. Wie soll ich denn da hinkommen? Moment, jetzt... Jetzt kann ich auf einmal klettern. Wollt ihr mich veräppeln? Naja, so geht's auch. So, das Metall, das diesen Steinhebel mit seinem Gehäuse verbindet, ist verrostet und der Hebel bewegt sich nicht. Vielleicht könnt ihr den Hebel etwas einfetten, damit er sich bewegt.
Machen wir. Etwas Fett hat das Problem behoben. Der Hebel bewegt sich endlich. Gute Arbeit. Ich wusste, dass ihr es schaffen könnt. Trefft mich auf der anderen Seite. Die Schutzzauber. Sie sind aktiv. Das ist unmöglich. Niemand außerhalb meiner Organisation sollte in der Lage sein, sie zu aktivieren. Wenn die Leitgeborenen dies als Ausgangspunkt benutzen, dann ist die ganze Stadt in Gefahr. Eurer Organisation? Könnte sie beteiligt sein? Nein, das kann nicht sein. Vielleicht eine Splittergruppe oder so etwas. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Wir sind nicht alle einer Meinung, was die derzeitige Lage betrifft, aber den Leitgeborenen beitreten? Das ist doch Idiotie. Wer sonst könnte die Schutzzauber aktivieren? Ich schätze, jeder mit einer gewissen Kenntnis der dädrischen Künste könnte sie aktiviert haben. Ich bin aber kein Experte für Magie, wisst ihr? Ich muss jemanden warnen. Varun muss davon erfahren. Was soll ich also tun? Tut, was ihr am besten könnt. Hineinstürmen, die Waffen schwingen und mit Magie um sich werfen, als ob es kein Morgen gibt. Falls ihr die Person findet, die die Schutzzauber aktiviert hat, dann bringt sie dazu, euch zu sagen, was hier unten vor sich geht. Ich werde herausfinden, was hier unten vor sich geht. Ich weiß, dass ihr das tun werdet. Deshalb bin ich euch auf dem Weg zum Tempel begegnet. So war es früher. Aber wir haben diese Hallen seit langer, langer Zeit nicht mehr benutzt. Nicht seitdem wir in Ungnade fielen. Was ist da unten? Das ist es ja. Es sollte nichts da unten sein. Nicht mehr. Klar, als die Schutzzauber früher noch aktiv waren, haben wir diesen Ort benutzt, um aufzutauchen und zu verschwinden, wie es uns gerade gefiel. Es gab kein besseres Versteck für eine Gruppe eifriger Auftragsmörder. Nö. Dann schauen wir mal. Hier oben können wir nicht rum. Och, jetzt geht mir doch nicht auf den Sack hier. Ich wollte doch nur mal gucken. Das heißt, ich muss wahrscheinlich da unten rum, ne? Aber da unten geht's nicht weiter. Man nervt mich doch nicht. Ich guck hier doch gerade. Da geht's, oder? Ach so, ich muss dann von hinten... Ah, verstehe, okay. Ja, ja, ja. Machen wir. Machen wir, aber dann muss ich auch in die richtige Richtung laufen, natürlich. So. Bleib zurück! Die Stadt wird angegriffen! Bleib zurück! Welcher Narr wagt es, den Unterschlupf der Leitgeborenen zu betreten? Halt! Wir kennen euch. Magistra Vox wird hochzufrieden mit uns sein. Zur Flanke! Wie viele denn noch? Bleib stehen! So kann ich dich nicht richtig treffen. So, da hinten ist nur einer. Och, noch einer. Hallo. So trifft er den nicht? Noch mehr? Hallo? Hallo? Kommen hier noch mehr? Leute. Meiner Stadt, meinem Volk soll kein Leid angetan werden. Der Gestank dädrischer Magie erfüllt die Luft. Jene, die verbotene Magie praktizieren, sollen teuer für ihre Vergehen bezahlen. Es scheint, als stünde ich erneut in eurer Schuld, mein Champion. Eure Freundin glaubt, sich vor mir verstecken zu müssen, aber ich hörte ihre warnenden Worte. Sie sorgt sich um euch. Doch Varuna ist verletzt. Ich werde sie zur Magiergilde bringen, wo ihr die richtige Pflege zuteil werden wird. Sucht sie dort auf. Ja, wir sollen zur Magiergilde gehen. Das heißt, wir müssen erstmal wieder hier raus. Um dann quasi hier entkommen zu können. Das nehmen wir doch hier auch mal eben mit. So. Magiergilde, Magiergilde. In die Richtung.
Wupp. Ja, der konnte ja toll springen. So, dann müssen wir erstmal wieder hier auf normalen Boden zurückkommen. Damit wir uns hier überhaupt irgendwie bewegen können. Ich glaube, da links hätten wir auch noch rumgekonnt, aber egal. Ah, oh, die laufen diesmal nicht mit mir um die Wette. Magier gilt darum. Hui. Ich weiß, dass ihr unserem Kulturaustausch unbedingt helfen wollt. Es ist ein Buch. Rigurds Tagebuch. Und ja, mit dir werde ich auch noch sprechen. Aber alles zu seiner Zeit. Wir müssen erstmal den Hauptstories folgen. So, da hinten. Hier drüben, Initianten. Nein, dir kann ich auch nicht helfen im Moment. Ich kenne euch. Ihr wart in der Kanalisation, nicht wahr? Ihr habt mich gerettet, oder nicht? Ich erinnere mich nicht an viel, aber an euch erinnere ich mich. Ich mich aber nicht an dich. Erzählt mir, woran ihr euch erinnert. Ich kam vor einigen Wochen nach Gramfeste, um Freunde zu besuchen. Ich schätze, es sprach sich herum, dass eine Telvanni in der Stadt ist, weil ich mich nämlich plötzlich gefesselt in der Kanalisation wiederfand. Die Leidgeborenen. Sie haben mich mit Fragen zu dädrischer Magie gelöchert. Warum sollten euch die Leidgeborenen nach dädrischer Magie fragen? Die Mitglieder des Hauses Telvanni sind bekannt für ihr Wissen über alle Arten von Magie. Ich schätze, sie gingen wohl davon aus, dass ich die alten Schutzzauber wieder aktivieren kann. Ich tat dann irgendwann, was sie von mir verlangen. Ich hatte die Wahl. Entweder das oder... Ich will gar nicht darüber nachdenken. Wisst ihr, was die Leidgeborenen da unten getrieben haben? Ich weiß nur, was ich gehört habe. Ich glaube, sie planten irgendeinen Angriff. Sie haben eine große Gruppe losgeschickt, bevor ihr aufgetaucht seid. All dies habe ich der Heiligen Herrin erzählt. Sie sagte, ihr würdet mich aufsuchen und ich sollte euch dann raten, mit einem Ordinator zu sprechen. Ich soll also glauben, dass man euch gezwungen hat, ihnen zu helfen? Es kümmert mich nicht, was ihr glaubt. Aber ich hatte noch nie von den Leidgeborenen gehört, ehe ich in diese schreckliche Stadt kam. Und ich hatte natürlich nicht vor, das Tribunal zu verraten, bevor sie mich bedroht haben. So ist das also. Ja, es tut mir wirklich leid, das ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt. Aber ich werde hier jetzt erstmal einen kleinen Cut machen, weil die Story jetzt schon sehr, sehr lange ist mittlerweile und ich mich allerdings jetzt langsam fertig machen muss, weil ich noch meine Tochter von der Schule abholen muss. Das heißt, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen den Rest dann von dieser Quest in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.